Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur monatlichen Ausgabe unseres Kapitalmarktdialogs begrüßen. Wir werden die nächsten 30 Minuten nutzen, um uns die verschiedenen Kapitalmärkte anzuschauen, über Themen zu sprechen, die Sie in den Medien lesen können, aber vor allem auch die relevanten Schlussfolgerungen zu ziehen, die aus der Wahl eines privaten Anlegers typischerweise eben relevant sind. Im Nachgang werden Sie die Online-Konferenz zur Verfügung gestellt bekommen als Konserve und zusätzlich haben Sie natürlich die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Diese werde ich gerne direkt beantworten und sofern es zu späterer Gelegenheit Sinn macht, weil dann zum Beispiel ein erklärendes Bild noch zur Verfügung steht, werden wir natürlich dann darauf eingehen. Wir steigen auch direkt ein mit Entwicklungen und Wissenswerten aus unserer Perspektive und wir schauen hier zunächst auf die Entwicklung verschiedener Vermögensklassen auf Sicht von 12 Monaten und man kann sehr schön feststellen, dass vor allem auch die Aktienmärkte hier der Treiber der Entwicklung waren. Sie sehen es oben in grün dargestellt, die Aktien aus den Schwellenländern, den sogenannten Emerging Markets. Da sehen Sie einen Aufschlag von rund 20% hier entsprechend im Portfolio. Wir sehen natürlich auch Aktienwelt, haben sich sehr positiv entwickelt, Aufschlag rund 17%. Aktien Europa hängen etwas hinten nach. Auch das werden wir noch mal kurz erläutern, warum das aus unserer Perspektive so ist. Aber immerhin auch ein zweistelliges Plus. Und auch die Rohstoffe, die ja über Jahre hinweg sich sehr, sehr schwer getan haben, teilweise sehr starke Wertverluste auch gezeigt haben, die hier mit einer ordentlichen Entwicklung. Also, was man sagen könnte, wäre, dass das Thema Reflation der Vermögenspreise intakt ist. Das ist vielleicht besonders noch einmal mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten etwas Fahrt aufgenommen hat und dass dementsprechend all diejenigen Investoren belohnt wurden, die durch diese Verunsicherung des Brexit-Referendums, aber natürlich auch der US-Wahlen hier hindurchgeschaut haben und ihre Positionen in den wachstumsorientierten, aber auch schwankungsreichen Vermögensklassen wie dem Aktienmarkt gehalten haben. Auch verwandte Vermögensklassen wie beispielsweise Hochzinsanleihen ja mit einer sehr positiven Wertentwicklung. Was Sie unten sehen, ja, hier in Dunkelblau, das sind die europäischen Unternehmensanleihen mit einer leicht negativen Wertentwicklung. Wir sehen aber auch Gold mit entsprechenden Kursverlusten. Also wie gesagt, das ist die Entwicklung auf Sicht von 12 Monaten und ich glaube, das ist doch zumindest mal eine sinnvollere Perspektive, als sich die Tagesschwankungen von Vermögensklassen anzuschauen, weil diese sind ohnehin sehr stark von Zufällen geprägt. Diese werden auch beeinflusst natürlich von den Entscheidungen von automatisierten Handlungssystemen und wir sollten nicht immer versuchen, hier in die Tagesentwicklung entsprechende Nachrichten hinein zu interpretieren. Grundsätzlich sehen wir weiterhin, dass die eingepreisten Schwankungsbreiten für die Aktienmärkte, die man aus den Volatilitäten beziehungsweise aus den Terminmarktpreisen für 30 Tagen herauslesen kann, dass die doch deutlich unter ihren Durchschnitten sind. Sie sehen es einmal dargestellt für den VDAX, aber auch für den VIX in den USA. Sie sehen jeweils, da gibt es eine gewisse Differenz auch zu den Durchschnitten, die wir hier auch sehen. Aber auch hier muss man natürlich festhalten, dass diese Darstellung natürlich ein bisschen irritierend ist, weil wenn Sie zum Beispiel heute überlegen, sich einen Optionsschein oder eine Option zu erwerben, um zum Beispiel auf fallende Preise zu setzen, damit Sie bestehende Positionen im Portfolio absichern können, dann muss man natürlich ganz klar sagen, dann muss man etwas genauer hinschauen auf die sogenannte Terminkurve, die hier dann doch relevant ist und dann sieht man doch, dass die eingepreisten Volatilitäten hier eben etwas höher sind, weil auch den anderen Marktteilnehmern ist es nicht entgangen, dass wir politische Ereignisse haben, wie eben die verschiedenen Wahltermine, zu denen natürlich die Verunsicherung nach oben geht. Also ganz klar, das eine sind die Schlagzeilen, die von sehr niedrigen VIX und VDAX und auch VSTOXX-Leveln sprechen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass wenn sich denn die konkreten Preise für entsprechende Laufzeiten anschauen, dann ist es eben doch nicht ganz so günstig und dementsprechend, man muss da schon auch mal tiefer hinschauen. Ansonsten für das Thema Aktienmärkte ein ganz wesentlicher Aspekt, das Thema Erwartungshaltung. Und ich habe Ihnen hier mal eine Darstellung mitgebracht, die Ihnen für verschiedene Portfoliozusammensetzungen mal erzeigt, was denn so historisch zu erwarten war. Und
Wir haben Ihnen das für verschiedene Konstruktionen zusammengestellt. Sie sehen hier oben, das beginnt mit 60a und 40r. A steht in diesem Kontext für Aktien, R steht für Renten. Die Aktien, das sind ganz banal der globale Aktienmarkt mit der Währungszusammensetzung, wie er sich historisch ergibt. Die Renten, das sind sehr kurzlaufende Anleihen, also wenn Sie wollen, fast Geldmarkt. Und was Sie hier sehr schön sehen in dieser Tabelle, auch wenn es auf den ersten Blick etwas unübersichtlich aussieht, dann sehen Sie jeweils mal, wie war denn eigentlich so die beste Rendite, die ich realisieren konnte, wenn ich mit meinem Portfolio in dieser Zusammensetzung ein Jahr investiert war. Und da sehen Sie hier, okay, das beste Ergebnis auf ein Jahr, das waren mal 43%, aber auch das schlechteste Ergebnis, das war mal ein Verlust von 29%. Und Sie sehen zum Beispiel, wenn man längere Zeiträume betrachtet, wie zum Beispiel hier die 10-Jahres-Betrachtung, dann sieht man, okay, das beste Ergebnis war eine annualisierte Rendite von 14 und das schlechteste, das war eine von annualisiert minus 2% auf diesen 10-Jahres-Zeitraum eben gerechnet. Und auch das sehen Sie unten nochmal sehr schön in dieser Grafik dargestellt, die Ihnen eben diese annualisierten Renditen zeigt. Und grün ist jetzt eben unser Portfolio mit 60 Aktien und 40 Renten. Und dann sehen Sie hier in Rot, dann haben wir ein bisschen weniger Aktien und ein bisschen mehr Renten, und in Gelb, dann haben wir eben nur noch 30 Aktien und 70 Renten. Und Sie können sehr schön diesen Zusammenhang feststellen, dass je weniger Aktienquote Sie im Portfolio haben, desto geringer ist die Schwankungsbreite Ihres Portfolios. Das gilt sowohl für Aufstiegsphasen, also in Phasen, wo der Aktienmarkt sich sehr positiv zeigt, aber das gilt eben entsprechend auch für die Marktbewegung nach unten. Also was wir sehr schön sehen können, ist, dass zum einen die Quote wachstumsreicher Vermögensklassen, wie hier konkret den Aktien, die wesentliche Determinante der Portfolioentwicklung ist, positiv wie negativ. Und wir sehen zum anderen noch, dass der Anlagehorizont und damit auch der Zeitraum oder auch die Häufigkeit, mit der Sie in Ihr Portfolio schauen, auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist, welche Wertentwicklung Sie im Endeffekt hier wahrnehmen. Und auch das mal ein ganz wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, wo Sie ja permanent damit konfrontiert sind, dass Sie Push-Up-Nachrichten auf Ihr Handy bekommen. Sie können Realtime in Ihr Wertpapierportfolio schauen, um zu checken, wie sich Ihr DAX-ETF im Kontext der neuesten Konjunkturdaten aus China entwickelt. Dementsprechend, ich glaube, wir sind alle noch nicht in der Lage, mit dieser Informationsüberflutung, die noch dazu garniert wird mit der Tatsache, dass man immer reißerische Schlagzeilen benötigt, um hier entsprechende Klickzahlen zu bekommen, die ja wiederum wichtig für die Reichweite und auch für die Werbeeinnahmen sind. Ich glaube, wir können alle noch damit nicht umgehen, und deswegen nehmen Sie das bitte mal zur Kenntnis. Das sollte die Perspektive eines Anlegers grundsätzlich sein und auch die Erwartungshaltung, die man an die Kapitalmärkte hier ransetzt, besonders in einem Umfeld, wo Sie tendenziell immer weniger zinstragende Instrumente haben werden, sondern immer größere Anteile Ihres Portfolios aus wachstumsorientierten Vermögensklassen kommen. Ob das Aktien sind, ob das Hochzinsanleihen sind, ob das Schwellenländeranleihen sind oder auch die Rohstoffe und auch die Edelmetalle. Diese grundsätzlichen Zusammenhänge, die können Sie hier sehr, sehr schön nachvollziehen. Und das vor dem Hintergrund, dass wir ja auch am Donnerstag den Tag der Aktie haben, glaube ich mal, noch ein wesentliches Thema. Also die richtige Erwartungshaltung, die entscheidet hier. Und wir sehen das, wie gesagt, sehr deutlich, wenn Sie entsprechend die Aktienquote steuern, entsprechend Ihrer finanziellen Risikobereitschaft, noch dazu der Anlagehorizont dem entspricht, was man als sinnvoll betrachtet, dann stellen wir doch fest, dass man tendenziell eine vernünftige Wahrscheinlichkeit hat, wenn man diszipliniert ist, hier positive Renditen am Kapitalmarkt zu erreichen, die noch zudem deutlich attraktiver sind als das aktuelle Zinsniveau. Aber wie gesagt, auch Sie sehen es hier, die Ausschläge für ein Portfolio selbst mit einer Aktienquote von nur 60% in Anführungsstrichen. Auch da sehen Sie, okay, auch auf Sicht von 5 Jahren, da kann es unter der Nulllinie eben auch mal liegen. Und wie gesagt, dementsprechend die Auseinandersetzung mit historischen Zeitreihen aus unserer Perspektive deutlich sinnvoller, als die täglich wechselnden Schlagzeilen zur neuesten Entwicklung einer Aktie zu verfolgen. Also, richtige Erwartungshaltung entscheidet. Die richtige Erwartungshaltung, die sollten Sie auch bei Anleihen haben. Und was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist ein sehr renommierter Index, der von Barclays berechnet wird. Das ist ein globaler Rentenindex, das ist auch häufig der Vergleichsmaßstab, wenn Sie globale Anleihenfonds erwerben. Also sprich, der Fondsmanager, der orientiert sich in vielen Fällen durchaus an diesem Vergleichsmaßstab.
Oder wenn Sie einen Indexfonds kaufen, wie beispielsweise einen ETF, dann haben Sie häufig auch diesen Index hier verpackt. Also quasi der DAX-Index für den globalen Rentenmarkt. Und was Sie hier sehen, ist auf der einen Seite die Rendite, die dieser Index geboten hat, also die Rendite der enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit und auf der anderen Seite eben hier die Duration. Und die Duration ist die wesentliche Kennzahl, wenn Sie Anleihen betrachten, weil die sagen Ihnen, wie stark reagiert die Anleihe, wenn die Zinsen fallen und wie stark reagiert sie, wenn sie entsprechend steigen, also eben die Zinssensitivität. Und wenn Sie das mal betrachten, dann sehen Sie hier zum Beispiel im Januar 1990 oder Anfang der 90er Jahre, da sehen Sie, okay, da hatten wir Renditen in diesem globalen Anleiheindex von zwischen 8 und 10%. Und wir sehen aber auch gleichzeitig, dass die Duration dieses Portfolios damals relativ niedrig war im Verhältnis zu dieser Rendite. Das sehen Sie eben dann entsprechend hier an dieser Linie hier abgetragen auf die rechte Seite hin. Und was wir jetzt sehr, sehr schön feststellen können, ist, dass diese Renditen im Verlauf der letzten Jahre massiv zurückgekommen ist. Also die Renditen am Anleihebereich deutlich gefallen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Duration, also die Zinssensitivität, sich deutlich gesteigert hat. Das sehen Sie eben hier an dieser Entwicklung. Das heißt, wir haben zwar immer noch vom Index her den gleichen Namen, eben den Barclays Global Aggregate Index, aber die Charakteristika dieses Index haben sich deutlich verschoben. Das heißt, wir haben deutlich weniger Rendite als in den vergangenen Jahren, haben aber gleichzeitig mehr Zinssensitivität und diese Zinssensitivität sorgt natürlich dafür, dass wir bei möglichen Zinssteigerungen hier eine sehr hohe Zinssensitivität haben und das ist natürlich ein steigendes Risiko und demzufolge sollte man sehr stark hinschauen, was für einen Index kaufe ich eigentlich, wo ist dieser Index vielleicht als Vergleichsmaßstab für meinen Anleihefonds, den ich im Portfolio halte, hinterlegt oder habe ich vielleicht Indexfonds in meinem Depot, in meiner fondsgebundenen Rentenversicherung, wo eben hier entsprechend diese Indexfonds enthalten. Also wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Wir sehen fallende Renditen, steigende Zinssensitivität. Vereinfacht gesprochen muss man sagen, das Rendite-Risiko-Verhältnis hat sich deutlich verändert und am Namen können Sie das nicht ablesen. Kommen wir nun kurz zur Eurozone im Superwahljahr. Ich denke, dazu wird sehr viel in den Medien geschrieben. Es gibt eine Vielzahl von Umfragen. Deswegen möchte ich Sie mit diesem Thema auch nicht überstrapazieren. Aber ich denke, soweit sind wir uns alle im Klaren. Und das wird ja auch von Umfragen regelmäßig bestätigt. Die meisten Europäer sind der Ansicht, dass ihre Länder sich im Niedergang befinden. Man hat wenig Vertrauen in die Regierung. Man wünscht sich eine neue, starke politische Führung, die fundamentale Veränderungen auf den Weg bringt. Es gibt ein Unbehagen und eine Unzufriedenheit mit dem Status quo. Dementsprechend die etablierten Parteien der Mitte verlieren an Unterstützung. Die Populisten am linken und rechten Rand gewinnen hier dazu. Also de facto eine zunehmende Fragmentierung und ich denke, diese Einschätzung, die werden die meisten von Ihnen teilen. Ich glaube, die Problematik, die wir weiterhin haben werden, ist, dass die Globalisierung und auch der digitale Fortschritt und auch die technologische Entwicklung weiterhin dazu führen werden, dass wir hier eine Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung haben, weil zum Beispiel Arbeitsplätze entweder durch neue technologische Möglichkeiten ersetzt werden, weil vielleicht Gehaltssteigerungen nicht so anfallen wie gewünscht, weil eben hier der Druck durch die technologischen Weiterentwicklungen deflationär wirkt und weil auch einfach Arbeitsplätze, die vielleicht früher noch in der Eurozone, in Europa entstanden sind, die entstehen eben heute in Asien, in Lateinamerika, in anderen Ländern der Welt, weil eben dort die gleiche Arbeit zu geringeren Preisen verrichtet wird und die Unternehmen sich dementsprechend global positionieren. Also wie gesagt, dementsprechend wird diese Unzufriedenheit natürlich auf die handelnden Parteien, die Regierung und auch andere Institutionen wie zum Beispiel die Europäische Union hier übertragen und von daher glaube ich, dass wir diesen Trend, den Sie hier beschrieben sind, weiterhin haben werden. Von den Fakten sieht es deutlich so aus, dass wir sehr schön feststellen, dass das durchschnittliche Ergebnis der jeweiligen stärksten Partei, das sehen Sie abgebildet an der linken Skala, da sehen Sie noch in den 50er Jahren, da sehen wir schon noch so, naja, Ende 30 bis Anfang 40% Ergebnis hier für die jeweils stärkste Partei und da sehen Sie im Endeffekt, wie das hier die letzten Jahre doch nach unten gekommen ist, also sprich die stärksten Parteien vereinen eben deutlich weniger Wählerstimmen auf sich
als wir das in früheren Jahrzehnten gesehen haben. Wir haben eben nicht mehr diesen allgemeinen Wirtschaftsaufschwung, der insgesamt den Wohlstand gleichermaßen nach oben hebt, sondern wir haben eben dieses Thema, dass einige sehr stark profitieren, andere profitieren gar nicht und dementsprechend hier die genannten parteipolitischen Konsequenzen. Auf der anderen Seite sind das natürlich vielfältig nur Umfragen. Man sieht ja mal eine Darstellung für verschiedene populistische Parteien. Grau sind die Umfragewerte aus dem Jahr 2011, 2016 in Blau dargestellt. Und da sehen Sie schon mal, dass ja für einige Parteien, da sehen Sie gar keinen grauen Balken. Zum Beispiel die AfD, ja, die gab es 2011 da noch gar nicht. Podemos oder auch die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien analog. Und momentan dementsprechend die Verunsicherung doch sehr stark vertreten, weil man nicht genau weiß, wie gut sind die Umfragen, was hat man gelernt aus den Fehleinschätzungen, aus Umfragen zum Brexit-Referendum, auch dieses Thema Donald Trump als US-Präsident wurde ja noch einige Monate vor der Wahl als unvorstellbar abgetan, wenn man die Umfragen betrachtet und dementsprechend natürlich die Marktteilnehmer haben eine gewisse Skepsis, was den Wahlausgang in Europa betrifft. Und gerade wenn Sie natürlich mit Anlegern aus Asien sprechen oder auch aus den USA, da wird man natürlich tendenziell eher wenig in der Eurozone und in Europa investieren, weil Sie können sich das selbst vorstellen, wenn Sie die Verantwortung haben, Gelder anzulegen, Sie investieren aktuell in Europa, in der Eurozone, zum Beispiel in Aktien, dann kommt es zu Wahlausgängen, die niemand antizipiert hat, zu entsprechenden Marktverwerfungen, ja, dann wäre das natürlich hier eben dann relevant, wo man sagen muss, okay, wie konntet ihr das Geld hier ins Feuer stellen? Es stand doch in der Zeitung, dass es hier politische Probleme gibt. Also wie gesagt, warten wir es mal ab. Und in der Konsequenz, wenn wir uns das Fazit anschauen, dann muss man ganz klar sagen, wirtschaftlich scheint das Schlimmste vorerst hinter uns zu liegen, wobei weiterhin sehr, sehr große strukturelle Themen vor uns liegen. Besonders die Arbeitsmärkte, sei es in Frankreich, sei es auch in Italien, sei es in Spanien, die stehen vor großen Herausforderungen, die nur durch strukturelle Lösungen zu beantworten wären. Und da scheint momentan kein gesellschaftlicher Konsens vorzuliegen. Also nichts wurde hier strukturell gelöst, sondern große Herausforderungen bestehen. Gleichzeitig, auch das muss man offen sagen, sind Wahlüberraschungen aufgrund der Unzufriedenheit weiter möglich. Und dementsprechend die Europäische Zentralbank, die ja doch auch hier als Brandlöcher immer zur Verfügung steht, um eine Skepsis, die am Markt entsteht, zum Beispiel durch steigende Renditen von Staatsanleihen, jemals zu bekämpfen, eben die Investoren ruhig zu halten. Aber am Ende des Tages muss man auch ganz klar festhalten, die EZB kann natürlich an den Finanzmärkten intervenieren, sie kann natürlich strukturell nichts verbessern in den jeweiligen Volkswirtschaften. Das muss die jeweilige Politik tun und dementsprechend auch hier. Vielleicht hat die Eurozone perspektivisch eher Diskussionen um den Zusammenhalt aus der politischen Perspektive und weniger aus der finanziellen Perspektive. Im Ergebnis heißt es auch, dass die realen Zinsen, also die Zinsen abzüglich der offiziellen Inflationsrate, die werden weiterhin niedrig bleiben und Interventionen oder auch die Möglichkeit zur Intervention durch die Europäische Zentralbank, die werden uns weiter erhalten bleiben. Heißt, die EZB als Marktteilnehmer, der keine eigenen ökonomischen Interessen verfolgt, die wird da weiterhin gegeben sein und demzufolge haben wir natürlich auch immer das Risiko von Marktverzerrungen. Gleichzeitig scheint das systemische Risiko im Euro-Finanzsystem aktuell niedrig zu sein, zumindest wenn man die Indikatoren der Europäischen Zentralbank belastet. Dennoch muss man sagen, Eigenvorsorge ist sicher sinnvoll, also sprich auch Kapital außerhalb der Eurozone investieren, eine vernünftige Mischung über verschiedene Währungen, verschiedene Vermögensklassen. Mit Sicherheit hier auch sinnvoll und diese Risikostreuung ergibt sich allein schon dann, wenn Sie heute ein global sinnvoll gestreutes Portfolio aufsetzen. Der Euro-Anleihemarkt, der ist weiterhin ja, ein Desaster. Wir haben extrem niedrige Renditen. Wir sehen, dass die Renditen von Hochzinsanleihen auf dem Niveau liegen der Dividendenrendite des breiten europäischen Aktienmarktes und insgesamt sehen wir doch das Risiko, dass hier einige Investoren, die Risikoleiter auf eine Stufe hochklettern, die eigentlich nicht zu ihrer finanziellen Risikobereitschaft passt. Also finanzielle Fehlentscheidungen können gegeben sein. Aber die anderen Aktienklassen, wie zum Beispiel die Aktienmärkte, die zeigen dementsprechend Abschläge. Die
Investoren sind verunsichert, was das Thema Politik betrifft, und Aktien sind ja auch eine Vermögensklasse, die Risikoprämien tragen. Und eben diese politische Risikoprämie führt dazu, dass die europäischen Aktienmärkte aktuell im Vergleich zu den US-Märkten extrem günstig sind aus einer bewertungstechnischen Perspektive. Ich glaube, so günstig wie seit rund 30 Jahren nicht mehr. Aber wie gesagt, der Grund ganz klar, die USA, die erfordert eine relativ geringe politische Risikoprämie, die Eurozone doch eben entsprechend mehr. Heißt aber auch, wer den Mut hat, in europäische Aktien zu investieren, weil die Risikobereitschaft und der Anlagehorizont gegeben sind, der hat natürlich durchaus die Möglichkeit, hier langfristig Renditen zu realisieren, die eben oberhalb der aktuell defensiveren US-Aktienmärkte liegen. Inflation, ein Thema, was sehr, sehr stark momentan thematisiert wird. Das haben wir uns natürlich auch mal angeschaut. Sie konnten in den Zeitungen lesen, dass die Europäische Zentralbank ihr Inflationsziel von 2% erreicht hat. Das habe ich Ihnen hier abgetragen mit der roten Linie. Wir sehen gleichzeitig die offizielle Inflationsrate für die gesamte Eurozone, die liegt bei rund 2%. Also könnte man sagen, Ziel erreicht. Also jetzt ist die Zinswende da, aber die Europäische Zentralbank, die schaut ein bisschen genauer hin, und wenn Sie die dunkelblaue Linie betrachten, dann sehen Sie hier diese sogenannte Kerninflationsrate, die ist eben ohne die schwankungsreichen Komponenten wie Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak. Und da sehen Sie, dort hatten Sie weder diesen Abfall in die Disinflation aufgrund der kollabierenden Energiepreise, noch hatten Sie diesen spektakulären Anstieg aufgrund der Basiseffekte, die aus den gestiegenen Energiepreisen resultieren. Und die Europäische Zentralbank, die möchte doch hier etwas mehr sehen als nur ein kurzfristig erreichtes Inflationsziel von 2%. Dass auch der Kapitalmarkt hier ein bisschen skeptisch ist, dass man das Ziel von 2% Inflation nachhaltig erreicht, das sehen Sie hier. Wiederum das Inflationsziel abgetragen mit den 2%. Wir sehen die Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden, und zwar die für 5 Jahre, in 5 Jahren, also eine Kennzahl, die auch die Europäische Zentralbank auf dem Schirm hat. Und da sehen Sie, nach diesem disinflationären Trend, der uns 2015 begleitet hat, haben wir dann doch 2016 und ins Jahr 2017 hinein erstmal wieder eine Erholung bei diesen Inflationserwartungen gesehen, aber sehen auch jetzt hier schon wieder die Inflationsraten in der Erwartungshaltung fallen schon wieder, und das erklärt auch, warum die Europäische Zentralbank hier nicht zu einer dramatischen Zinswende kommen wird und warum auch Anleger nicht damit rechnen sollten, dass sie auf einmal wieder Zinsen bei der Bank bekommen, die ein Niveau erreichen, was mit dem Begriff Vermögensaufbau oder auch realer Vermögenserhalt sinnvoll betitelt werden kann. Grundsätzlich leben wir aber in einer globalen Welt, und das habe ich Ihnen auch mal hier noch mal mitgebracht. Sie sehen hier in Blau die Entwicklung der Erzeugerpreise in China und gegenüber dem Vorjahr die Entwicklung, und Sie sehen in dem dunkleren Blau die US-Inflationsrate, und da sehen Sie schon, dass sie relativ eng, also relativ hoch korreliert sind, also einen gewissen Gleichlauf sehen, und das ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt. Nur weil Sie vielleicht selbst kein steigendes Gehalt sehen und weil man denkt, okay, die Wirtschaft, die ist nicht so dramatisch, wo soll denn Inflation herkommen, kann es doch sein, dass Sie über exogene Effekte, wie zum Beispiel importierte Inflation, doch gewisse Inflationssteigerungen haben. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was wir sehen werden, dass die USA eben auch hier eine Inflationsrate haben, die deswegen steigt, weil eben die Erzeugerpreise in China steigen. Kombiniert man das noch mit den Plänen zu Einfuhrzöllen, dann würden ja auch die Preise für Vorarbeiten steigen, und das sollte sich auch auf steigende Preise beim Konsumenten auswirken. Also, wir leben in einer globalen Welt, und dementsprechend muss man im Fazit sagen, nur weil die Inflation den Zielwert der Europäischen Zentralbank kurzfristig erreicht hat, da können wir als Anleger nicht davon ausgehen, dass es zu einer Wende bei den Zinsen kommt. Schauen Sie deswegen immer auf die Kerninflationsrate, die wird leider relativ selten in der Presse dargestellt, aber auch die langfristigen Inflationserwartungen, wie eben dargestellt, die sind erforderlich, um hier ein besseres Gefühl für die Zins- und Geldpolitik der Notenbank zu erhalten. Wir erwarten, dass wir in den wirtschaftlich stärken Ländern der Eurozone, zum Beispiel Deutschland, eine höhere Inflation sehen könnten als zum Beispiel in schwächeren Ländern, wie zum Beispiel in Italien, weil bei einer gleichen oder ähnlichen Zinssituation und unterschiedlich ausgelasteten Volkswirtschaften würde man ja davon ausgehen, dass die Volkswirtschaften, die wirtschaftlich prosperierender sind, tendenziell natürlich höhere Inflationsraten sehen, weil zum einen die Zinsen hier natürlich viel zu niedrig sind in Deutschland
Und in anderen Ländern sind sie vielleicht angemessen, aber da die strukturellen Probleme, also auch das Thema Lohnpreisspirale, das scheint doch in Deutschland, zumindest in manchen Berufsgruppen, eher denkbar als jetzt in der Breite in Italien oder auch Spanien. De facto die niedrigen Zinsen, auch bei den vor allem medial sehr dramatisch dargestellten Inflationsraten, die erhöhen das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen, weil man hat niedrige Zinsen, man muss gleichzeitig höhere Inflationsraten in der Presse wahrnehmen und wir können uns durchaus vorstellen, dass das dazu führt, dass Investoren sich in Anlageentscheidungen reindrücken lassen, die eigentlich nicht ihrer finanziellen Risikobereitschaft entsprechen. Umso wichtiger natürlich hier die Anlagestrategie sinnvoll und ganzheitliche herzuleiten. Und beim Thema Inflation muss man auch ganz klar sagen, Prognosen gibt es viele. Am Ende des Tages ist jeder selbst für die Anpassung der eigenen Vermögensstruktur hier relevant, also diese eben auch so zu analysieren, dass man klar sagen kann, welcher Teil leidet denn unter steigenden Inflationsraten, welcher Teil leidet unter niedrigen Zinsen. Auch hier ein Vehikel eben die Übervermögensstrukturanalyse. Ansonsten ein Thema, was momentan schwach thematisiert wird aus unserer Perspektive, ist dieses hier und da sehen Sie mal einen Abgleich der Erwartungen an wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Daten, die dann abgeglichen wurden mit dem, was an realen Daten passiert ist. Also wenn Sie so wollen, der Abgleich zwischen Erwartung und Realität. Und schauen Sie bitte hier mal auf die gelbe Darstellung. Da sehen Sie einen gelben Balken, der massiv nach unten geht. Und Sie sehen es hier, ging es auch schon mal ein gutes Stück nach unten. Und das ist eben China. Wir sehen hier, dass die Daten für China enttäuscht haben. Man hat auch gesehen, dass in den USA die ein oder andere Datenpunkte enttäuscht haben. Das sieht man noch in den nächsten Updates sehen. Aber China könnte so ein Thema sein, was jetzt ein bisschen darunter gelitten hat, dass alle auf die Eurozone, auf Brexit und auf Trump geschaut haben. Und man aber gleichzeitig sagen muss, okay, China hat doch stark interveniert. Und das sehen Sie hier mal ordentlich dargestellt. Das zeigt Ihnen nämlich nichts anderes als die Kredite an den privaten, nicht finanziellen Sektor in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und da sehen Sie hier diese dramatische Entwicklung in China, vor allem auch seit der Finanzkrise. Man hat da erheblich natürlich stimuliert, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um das Ganze gesellschaftspolitisch stabil zu halten. Und ja, die Frage stellt sich natürlich, kann China mit einer solchen Kreditexpansion besser umgehen, als es die Volkswirtschaften im Westen konnten. Sie wissen ja, die Kreditblase in den USA im Immobilienmarkt, wir haben die Immobilienblase in Spanien gesehen, die Verwerfungen in Irland und ähnliches. Also hier wird man nochmal schauen, zwar momentan ein Thema, was nicht groß besprochen wird, aber das schaut immer mal so über den Horizont rüber und das ist, wie gesagt, etwas, was man durchaus auf dem Schirm haben sollte. Und die Antwort kann in diesem Fall nur sein, eine Vermögensstruktur zu etablieren, die wirklich sehr, sehr breit gestreut ist, weil ich glaube, das ist auch nochmal klar geworden. Wir haben politische Risiken in der Eurozone, wir haben gegebenenfalls das Thema Inflationsraten, besonders in den wirtschaftlich prosperierenden Ländern der Eurozone, vornehmlich natürlich auch hier Deutschland. Gleichzeitig haben wir auch solche Ergebnisse oder Konstellationen hier im Kreditbereich wie in China dargestellt oder bei den US-Krediten an Studenten oder auch an Automobilkäufer, sodass man sagen muss, es wird immer mal wieder Schocks geben im Finanzsystem und von daher gehend auch am Anfang die dargestellte Erwartungshaltung an die Kapitalmärkte, auch was Bewegung nach unten betrifft, die aus unserer Perspektive essentiell, weil nur dann können sie eben verhindern, dass sie zu prozyklisch reagieren, also verkaufen, wenn etwas im Preis fällt und das ist essentiell, weil ansonsten werden Sie die Renditen nicht verdienen, die der Kapitalmarkt hier langfristig bietet. Also in der Konsequenz müssen wir unsere Finanzentscheidung professionalisieren. Dementsprechend die Herleitung einer individuellen Anlagestrategie, die sieht bei uns so aus. Und das heißt natürlich, dass erstmal zu definieren ist, welches Lebensziel Sie überhaupt verfolgen. Und auch die Frage muss man sich ja mal beantworten. Dann kann man eben definieren, wie sieht eigentlich der heutige Status quo aus? Wie sieht mein Vermögensbildungspotenzial überhaupt über die nächsten Jahre aus. Und dann kann man errechnen, welche Rendite überhaupt benötigt wird, um dahin zu kommen. Und aus dieser errechneten Rendite kann man schauen, ist sie denn im heutigen Kapitalmarktumfeld überhaupt erzielbar? Also sprich, wie sehen die Renditen bei festverzinslichen Wertpapieren aus? Wie sind die Ertragserwartungen für Aktien auf Sicht von 10 Jahren? Diese kann man durchaus ganz vernünftig schätzen, wenn man
das Zyklus geglättete Kursgewinnverhältnisse verwendet. Und ja, wenn diese Renditen am Kapitalmarkt erreichbar wären, dann noch die Frage, sind sie mit ihrer finanziellen Risikobereitschaft erzielbar? Weil 3 bis 4% sind heute durchaus auch möglich, selbst als laufende Ausschüttung. Ja, Sie müssen halt bereit sein, entsprechende Komponenten in höher verzinsten Anleihen wie Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen oder Dividendentitel zu investieren. Also sprich, diese Funktion von Chance und Risiko, die muss man hier individuell klären. Und dann gilt es bei der ganzen Umsetzung darauf zu achten, dass auch die bestehende Vermögensstruktur, die ja weit mehr darstellt als Ihr Portfolio, weil Sie haben kapitalbildende Versicherungen, Sie erwerben Rentenanwartschaften und Pensionsansprüche, also Ihre Vermögensstruktur doch sehr, sehr viel diversifizierter als das, was Ihr Depot- und Kontoauszug hier darstellt. Und das sollte man natürlich sich anschauen, um festzustellen, gibt es hier Klumpenrisiken, habe ich vielleicht zu viel zinssensitive Titel, habe ich zu wenig wachstumsorientierte Vermögensklassen, habe ich vielleicht einen ordentlichen Anteil wachstumsorientierte Vermögensklassen, aber sind diese zu gering diversifiziert, weil meine Aktienquote aus 6 bis 7 Aktien aus dem DAX besteht, was viel, viel zu wenig ist und eher Spekulation als Investition darstellt. Und natürlich als letzten Aspekt noch das Humankapital, ja, wie sicher ist mein Job, das ist bei Unternehmern ganz anders als bei zum Beispiel bei Beamten, auch das spielt hier nochmal eine wesentliche Rolle. Also im Kern, was tun wir da für Sie? Aktiver Dialog und Unterstützung bei der Definition der finanziellen Ziele, das ist natürlich ein wesentliches Thema, weil genau wie beim Urlaub sollten Sie wissen, ob Sie ans Meer wollen oder in die Berge. Da muss man sich die Vermögensstruktur anschauen unter allen Aspekten, sei es illiquide wie Rentenanwartschaften, sei es schwer zu beeinflussen wie Kapitalanlagen in Versicherungen und Versorgungswerken oder seien es auch offensichtlich liquide Vermögenswerte wie zum Beispiel Edelmetalle, Wertpapiere und sonstige Vermögensteile. Dann kann man die Anlagestrategie sehr schön individuell herleiten, indem man die finanzielle Risikobereitschaft hier noch abfragt. Und dann ist die Frage, wie setze ich das kosteneffizient um? Kosteneffizienz zum Beispiel auch durch die Wahl der passenden Investmentvehikel. Wo macht es Sinn, passive Indexfonds zu kaufen? Wo macht es Sinn, aktive Investmentfonds zu haben? An welcher Stelle macht es Sinn, das Risikomanagement nicht auf Produktebene zu haben, zum Beispiel in einem Fonds, sondern auf Basis des eigenen Depots, in dem zum Beispiel Put-Optionsscheine erworben werden, wenn die Preise gerade mal günstig sind. Also das alles muss man dann mal definieren, um das auch entsprechend herleiten zu können. Dann die Frage, wo sollen die Vermögenswerte liegen? Im Inland, im Ausland und auch, was ist die sinnvolle rechtliche Verpackung? Kaufe ich Fremdwährungen vielleicht effizienter, nicht als Wertpapier, sondern über ein Fremdwährungskonto? Wie kaufe ich Edelmetalle steuereffizient? Auch die Investmentsteuerreform 2018, die Investmentfonds stark trifft, wird hier schon ein Thema sein, was man heute berücksichtigen sollte. Und am Ende des Tages auch der regelmäßige Abgleich der persönlichen Planung mit dem sich wandelnden Umfeld. Das ist natürlich essentiell, weil wenn Sie zurückdenken an die Zeit vor 7, 8, vor 10 Jahren, da hatten wir ein ganz anderes Zinsumfeld, da hatten wir ganz andere Tatbestände, was die Kapitalmarktsituation betrifft, und dementsprechende Planung muss natürlich zum einen den sich ändernden Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt angepasst werden, aber natürlich auch der eigenen veränderten Lebenssituation, die ändert sich ja doch durch Kinder, durch Scheidung, durch Trennung, durch Erbschaften, doch regelmäßig, und dann gilt es hier entsprechend eben auch, sich neu aufzustellen. Ja, meine Damen und Herren, dementsprechend der offizielle Teil beendet, das heißt, ich werde jetzt die Aufzeichnung beenden. Und im Nachgang haben Sie dann noch die Möglichkeit, hier entsprechend Fragen zu stellen, sodass wir auch wirklich alle Themen behandeln, die Ihnen an dieser Stelle noch wichtig sind.